Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, euer Uwe. Willkommen zum vierten Video meiner kleinen Sportreihe Fit in die Tauchsaison mit Uwe. Und wie ich ja im Video 3 schon gesagt habe, geht es heute auf den Boden. Das heißt, wir sollten eine Sportmatte oder ein Handtuch parat haben, um so einige Übungen auf dem Boden machen zu können. So, los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, meine Lieben, jetzt geht's los. In meiner Einleitung habt ihr mich ja schon gesehen hinter diesen wunderschönen Osterglocken mit so ein bisschen den Kopf hoch. Jetzt seht ihr die Position nochmal von der Seite. Ist im Grunde genommen Arme durchgestreckt, Kreuz, Hohlkreuz gemacht und schön nach oben schauen. Und jetzt könnt ihr im Grunde genommen 10-mal hingehen und euch wirklich Popo hinten raus, Arme nach vorne und dann wirklich 10-mal in diese Position gehen. Und 6 und 7 und die 8 und die 9 und die 10. So, jetzt gehen wir von der Position an die Seite. Wir können uns richtig schön bequem hinlegen, Kopf abstützen. Und jetzt das Bein schön 10-mal hoch und runter machen und 3 und die Sonne genießen. Das ist das Schöne, im Grunde genommen, wenn man das so draußen machen kann, jetzt bei diesem Wetter. Und jetzt habe ich mich auch schon verzählt, 8, 9 und dann die 10. Und jetzt machen wir gerade in dieser Position die zweite Übung. Wir machen jetzt das Bein vor und zurück. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechs, sieben, acht, neun und 10. Und jetzt müssen wir uns natürlich rumdrehen, klar. Und jetzt lege ich mich auf die andere Seite. Ein bisschen Variation bei der ganzen Übung. Und machen wir dasselbe jetzt nochmal hier. Drei, vier, fünf und sechs und sieben und die acht und die neun und die 10 und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und die 10. So. Gehen wir wieder zurück in die Ausgangsposition. Die Osterglocken sind natürlich schöner wie der Baumstamm. So, legen wir uns schön auf den Rücken, heben die Beine an und machen die Beine schön hoch und runter. Versuchen nicht den Boden zu berühren. Ein bisschen Fahrrad fahren. Über Kreuz. Für diejenigen, die da jetzt natürlich Probleme haben, die Beine oben zu halten, könnt ihr das Ganze natürlich noch machen, indem ihr die Beine absetzt, ja, und das Ganze, die ganzen Übungen noch mal macht, einfach die Beine dann absetzen dabei. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, diese ganze Geschichte. So, jetzt nehmen wir die Beine ran und versuchen, so nah wie möglich an den Körper zu kommen und den Rücken durchzustrecken. Da ist der Bauch bei mir im Weg. Jetzt gehen wir dann wieder die Position, legen uns hin und gehen mit den ganzen Beinen nach rechts und nach links, drehen richtig
das Ganze bis auf die Seite. So, jetzt versuchen wir dann Meisterübung, nämlich mit den Händen an das Bein zu kommen, gegenüberliegende Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Und ihr könnt das alles wunderschön im Rücken und im Bauch spüren. Und ich hoffe, das hat so ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid fleißig außer Puste. Und nicht vergessen, jeden Tag mindestens 6000 Schritte. So, das war's, ihr Lieben. Ich wünsche euch viel Spaß bei den ganzen Übungen. Und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss, euer Uwe.